Exkurs: Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Vom Umgang mit Risiko und Unsicherheit, wie man die richtigen Entscheidungen trifft. Von Professor Gerd Gigerenzer. Gehalten am 12. März 2019 im Paulinum in Leipzig. Der Philosoph Immanuel Kant hat vor mehr als 200 Jahren einen wundervollen Aufsatz über die Aufklärung geschrieben. Aufklärung, sagt er, ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist die Unfähigkeit, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, ohne der Anleitung von anderen. Und selbstverschuldet ist die Unmündigkeit, so sagte er, wenn ihre Ursache nicht an einem Mangel des Verstandes liegt, sondern am Mangel des Mutes, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Das Motto der Aufklärung nach Kant war: Habe Mut zu wissen. In Latein sapere aude. Heute hat die Digitalisierung die Hoffnung mit sich gebracht, dass alle Menschen der Welt Zugang zu allem Wissen der Welt haben werden. Diese Vision ist manchmal annähernd gelungen, etwa mit Wikipedia und anderen Nicht-Profit-Organisationen, wo Menschen zusammenkommen und versuchen, das Wissen der Welt zusammenzutragen. Aber die Vision, dass Digitalisierung uns zur Aufklärung bringt, ist genauso oft gescheitert. Wenn wir sehen, dass das Netz die systematische Missinformation noch leichter macht als früher und dass auch viele Menschen statt aus ihrer Abhängigkeit herauszugehen, in größere Abhängigkeit geraten, indem sie ihr Leben abhängig machen von der Anzahl der Klicks oder der Daumen nach oben, die sie bekommen. Ein zentraler Teil von Wissen ist das Verständnis von Evidenz, von Fakten und die Fähigkeit zum statistischen Denken. Statistisches Denken war einmal eine Revolution, nämlich der Ausgang des Menschen aus der Illusion der Gewissheit. Das heißt, dass man so gut wie alles sicher wissen könnte oder weiß oder zumindest jemanden findet, der einem sagt, was richtig ist. Statistisches Denken dagegen macht deutlich, dass wir in einer Welt von Ungewissheit leben, dass die Dinge einfach nicht so klar sind, wie wir sie gerne möchten und dass wir darüber nachdenken müssen. In dieser Welt, so hat Benjamin Franklin einmal gesagt, ist nichts sicher außer dem Tod und die Steuern. Und das Letztere ist auch nicht so sicher, wie wir seit den Panama Papers spätestens wissen. Nun könnte man in der Schule statistisches Denken lernen, damit die nächste Generation ein Stück weiter zur Aufklärung kommt. Aber wir lernen in der Schule unseren Kindern im Wesentlichen die Mathematik der Gewissheit und nicht der Unsicherheit. Also Algebra, Geometrie, Trigonometrie und andere schöne Systeme, die meines Erachtens erst gelehrt werden sollten, wenn man statistisches Denken kann. Das heißt, den Umgang mit Risiken und Ungewissheiten. Wir leben in einer Welt, wo keiner sagen würde in der Öffentlichkeit oder sich damit brüsten würde, dass er in der Schule schlecht in Deutsch war. Aber es gibt Erwachsene, die sagen mit Stolz, dass sie schlecht in Mathematik waren und bekommen dafür Applaus. Einschließlich eines unserer früheren
Bundeskanzlers. Also wir sind in einer Welt, also die sozusagen der glückliche Sklave ist die Gefahr. Also der Unmündige, der auch noch stolz drauf ist, dass er unmündig ist, ist die Gefahr. Und ich werde heute darüber sprechen, wie man ein Stückchen Aufklärung in unsere Welt bringen kann. Und ich werde mich auf einen Aspekt konzentrieren, nämlich den Umgang mit Risiken und Ungewissheiten. Das Kernaussage wird sein, wir leben in einer Welt, wo viele Menschen und auch viele Experten, wie zum Beispiel Journalisten, Ärzte, Richter und andere, nicht gelernt haben, Risiken zu verstehen. Und diejenigen, die es gelernt haben, haben oft nicht gelernt, Risiken verständlich zu vermitteln. Also das ist Risikokompetenz im ersten Fall und Risikokommunikation im zweiten Fall. Zweitens werde ich sagen, es ist verblüffend einfach, die Grundkonzepte für Risikokompetenz zu erlernen und auch Risikokommunikation. Und ich werde Ihnen ein paar Beispiele geben. Ich kann nicht alles leisten in den 50 Minuten, die ich mit Ihnen heute verbringen werde, aber ich hoffe, dass Sie nachher rausgehen und denken, oh, denken macht Spaß. Und vielleicht sollte ich mich nicht nur oder wesentlich auf andere verlassen und ihnen glauben, sondern selbst mitdenken. Und zum Dritten möchte ich Ihnen vermitteln, dass es ganz konkrete Dinge gäbe, wie wir zum Beispiel nicht nur in der Schule, sondern in der Universität. Nun, eine Revolution im Denken beginnen könnten, indem wir zum Beispiel die medizinischen Fakultäten dazu bringen würde, dass sie endlich den Medizinstudenten lernen, wie man Zahlen versteht. Dass die medizinischen Fakultäten endlich dafür sorgen, dass die angehenden Ärzte nicht rausgehen und für den Rest ihres Lebens versuchen, sich so irgendwie durchzumuddeln, sagt man im Englischen. Und ich werde ein paar Beispiele geben, dafür geben, dass zum Beispiel ja, nach unseren Untersuchungen 70-80% der Ärzte die eigenen Tests nicht verstehen. Fragen Sie Ihren Arzt. Aber dazu braucht man auch Patienten, die den Mut haben, zu fragen und auch wissen, welche Fragen man stellt. Wir leben in einer Welt, wo man vom unmündigen Patienten spricht, der in dem Moment, wo er oder sie einen weißen Kittel sieht, aufhört, eine selbstständige Person zu sein. Und ich meine nicht Situationen, wo jemand schwer verletzt ist, sondern Situationen, wo man in Ruhe Zeit hätte, mitzudenken. Das heißt, der dritte Teil wird sein, wir brauchen eine Gesellschaft und wir brauchen auch eine Revolution. Und Deutschland war einmal das Land der Dichter und Denker. Dichten haben wir eh vergessen, aber denken sollten wir wieder lernen. Das ist das Programm. So, das ist das Programm und ich werde Ihnen das Programm illustrieren an ganz konkreten Beispielen und versuchen, die generellen Prinzipien rauszuarbeiten. Ja, sind Sie bereit? Dann fangen wir an. Ich beginne mit einem kleinen Risiko. Wenn Sie ins Internet gehen und das Wetter von morgen ansehen und dann lesen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass es morgen regnet, ist 30%. Was bedeutet das? Nun, wir haben eine Untersuchung in vielen Städten der Welt durchgeführt und den Menschen gefragt, was denn das bedeutet. Ich lebe in Berlin. Die meisten Berliner sind der Meinung, 30% Regenwahrscheinlichkeit bedeutet, dass es morgen in 30% der Zeit regnet, also 7-8 Stunden.
Andere sind der Meinung, es bedeutet, dass es morgen in 30% der Gegend regnet. Also wahrscheinlich nicht, wo ich wohne. Die meisten New Yorker, die wir befragt haben, sind der Meinung, dass die Berliner keine Ahnung haben, sondern dass es etwas Drittes bedeutet, nämlich, dass es an 30% der Tage regnen wird für die, diese Vorhersage gemacht wird. Sind Menschen dumm? Nun, das Problem liegt nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei den Experten oder hier den Meteorologen, die nun die Risiken kommunizieren. Das Problem wäre einfach zu lösen, nämlich indem man angibt, auf was sich diese 30% beziehen. Sind das jetzt 30% der Zeit, der Tage, der Gegend oder was anderes? Was die Meteorologen meinen, aber nicht immer klar sagen, ist das, was die meisten New Yorker denken, nämlich, dass es an 30% der Tage regnet, für die diese Vorhersage gemacht wird. Das könnte man ja sagen. Aber wenn Sie ein bisschen Fantasie haben, dann können Sie sich ganz andere Referenzklassen vorstellen, neben Tage, Gegend und Zeit. Eine Frau in Athen sagte uns, ich weiß, was 30% Regenwahrscheinlichkeit bedeutet, nämlich 3 Meteorologen denken, es regnet und 7 nicht. Nun, dieses Beispiel veranschaulicht Folgendes. Wir sind von Wahrscheinlichkeiten und Prozenten umgeben. Wir denken, wir würden es verstehen. Aber wenn man genau hinschaut, versteht jeder etwas anderes. Man könnte, und das Problem liegt eben nicht allein in den Gehirnen der Menschen, die irgendwie falsch verdrahtet sind, wie manche meiner Kollegen wirklich glauben, sondern in der Mangel an klarer Risikokommunikation. Und nebenbei könnte man solche Beispiele schon in der Schule lernen. Und Kinder sind froh, wenn sie etwas lernen, was ihre Eltern nicht verstehen. Und dann können sie nach Hause gehen und sagen, Papa, weißt du denn, was 30% Regenwahrscheinlichkeit besteht? Und dann sieht man, dass man in der Schule was Nützliches lernen kann. So, wie sieht es aus, wenn es um etwas größere Risiken geht, als nass zu werden? Und ich lade Sie jetzt auf unserer Reise durch die Forschung über Risiko und Risikokompetenz nach Großbritannien ein. Dort gibt es alle paar Jahre die Anti-Baby-Pillen-Panik. Frauen werden verunsichert, indem man ihnen sagt, dass die Pille Thrombose verursacht. Die bekannteste Anti-Baby-Pille-Panik ging so. Die britische Organisation für Medizinsicherheit hat eine sogenannte Emergency Press Conference eingeladen, wo eine Studie vorgestellt wurde, die gezeigt hat, dass Frauen, die die Pille der dritten Generation nehmen, ihr Risiko, eine Thrombose zu bekommen, um 100% erhöhen. 100%. Das ist doch so sicher, wie es sicher sein kann. Das haben zumindest viele Frauen in England und im Rest von Großbritannien geglaubt, haben mit Panik reagiert, die Pille abgesetzt, was zu unerwünschten Schwangerschaften und Abtreibungen führte. Wie viel ist 100%? Die Studie hatte gezeigt, dass von je 7000 Frauen, die die Pille der vorangegangenen Generation nahmen, eine Thrombose bekam. Und das stieg von 1 auf 2 unter den Frauen, die die Pille der dritten Generation nehmen. Das heißt,
der absolute Risikoanstieg war 1 auf 2 in je 7.000. Der relative Risikoanstieg war 100%. Relative Risiken machen Angst, Schrecken, Panik, sogar Abtreibungen. Absolute Risiken helfen Ihnen zu sehen, wie groß das Risiko wirklich ist. Hätten die Medien berichtet 1 in 7.000, dann wäre die Geschichte nie auf die Titelseite der Sunday Times gekommen. Diese einzige Nachricht hat geschätzt im folgenden Jahr zu 13.000 Abtreibungen mehr als normal geführt. Und eine Abtreibung ist für viele Frauen keine einfache Sache. All das könnte man vermeiden, wenn jedem in der Schule schon beigebracht wird, was ein absolutes und ein relatives Risiko ist. Also 1 in 7.000 oder 100%. Das kann jeder verstehen nach ein paar Beispielen. Es ist immer noch nicht passiert. Die Antibabypillenpanik gibt es immer wieder und immer wieder nach dem gleichen Muster. Es gibt in vielen Bereichen, gerade im Bereich von Gesundheit, gibt es die gleiche Technik, dass man mit relativen Risiken Angst schürt und die absoluten nicht nennt. Die Weltgesundheitsorganisation hat vor einiger Zeit berichtet, dass für jede 50 Gramm Wurst, die sie essen, ihr Risiko, Darmkrebs zu bekommen, um 18% steigt. 18%. Einige meiner Freunde haben gedacht, ja, das bedeutet, dass von 100 Menschen 18 Darmkrebs bekommen und haben aufgehört, Wurst zu essen oder verarbeitetes Fleisch. Was bedeutet 18% mehr? Nun, es ist wieder ein relativer Risikoanstieg. Die Studien hatten gezeigt, dass das lebenslange Risiko, Darmkrebs zu bekommen, liegt bei 5%. Nicht daran zu sterben, sondern nur zu bekommen. Und meistens bekommt man es, weil man schon ziemlich alt ist. Und das stieg bei denen, die eine Portion von 50 Gramm verarbeiteten Fleisch oder Wurst hatten, von 5% auf 5,9%. Jetzt zu berichten, dass für jede 50 Gramm Wurst, die Sie täglich essen, nun das Risiko um 0,9 Prozentpunkte steigt, damit erzeugen Sie keine Aufmerksamkeit und keine Angst. Aber mit 18% mehr, von 5 auf 5,9%, haben Sie das. Das bedeutet nun nicht, dass Wurst besonders gesund ist. Es geht hier darum, dass man ehrlich kommuniziert, wie gesund oder wie ungesund ist. Und das, was diese Beispiele veranschaulichen, ist ein allgemeines Problem. Ich nenne das kollektive Zahlenblindheit. Das bedeutet, dass viele Menschen, viele Laien, aber auch viele Experten nicht verstehen, wie man Zahlen verstehen kann und wie man sie kommuniziert. Das Problem ist auch ein emotionales. Wir fürchten uns oft vor den falschen Risiken, also vor den Dingen, die uns nicht umbringen. Ich werde noch dazu kommen. Und die Ursachen, zu denen gehören eine mangelnde Risikokompetenz. Die Menschen haben es nicht gelernt, Zahlen zu verstehen. Und manche sind auch noch stolz drauf. Und das liegt, wie gesagt, nicht daran, dass das menschliche Gehirn falsch vertraut. Es ist, wie man oft sagt, das menschliche Gehirn kann Wahrscheinlichkeiten nicht verstehen und so weiter, sondern schlicht, wir lernen es nie. Und eine der schon immer alten Ursachen, aber auch neue Ursachen, die verstärkt sind durch digitale Medien, sind Fake News und der blinde Glaube in jede Nachricht, die in die Welt gesetzt wird. Und eben auch Interessen als dritter Grund,
Interessenmenschen, in Menschen Angst zu erzeugen. Ängstliche Bürger kann man immer am besten regieren und dann auch nachher sie befreien von dem Bösen. Aber auch in der Industrie werden systematisch Zahlen verdreht, um sie zu beeinflussen. Und ich gebe Ihnen gleich ein paar Beispiele. Und das ist ein Problem, für das es wirklich eine Lösung gibt. Nämlich, wir müssen endlich in den Schulen anfangen, jungen Kindern spaßhaft Risikokompetenz zu lehren. Und wir sollten den sogenannten Experten wie Journalisten, Ärzten und anderen helfen, dass sie wirklich ausgebildet werden im statistischen Denken, um diese Zahlenblindheit zu überkommen. Es ist ein Skandal, dass im 21. Jahrhundert etwas so Wichtiges wie Zahlen zu verstehen immer noch entweder als unnötig hingestellt wird und die Menschen weiterhin manipuliert werden. Und denken Sie an das Beispiel von vorhin. Ja? Die Unkenntnis von Prinzipien, wie das ein Unterschied zwischen absolut und relatives Risiko ist, steuert die Emotionen der Menschen, etwa die Frauen, die in Panik geraten, und das Verhalten, etwa Abtreibungen. Und wir müssen, wenn wir zu einer Welt der Aufklärung möchten, hier etwas tun und auch den Mut haben, etwas zu tun. Und verschenken Sie einen Fernseher und lesen Sie gute Bücher und üben Sie Denken am Abend. Das macht mehr Spaß. So, wir kommen jetzt zu einem Thema: Zahlenblindheit in Medien und Werbung. Und ich beginne mit Fußball. Wir hören oft Nachrichten, dass die Fußballfans nun Hooligans seien, unverantwortliche, meist Männer, die sich betrunken ins Stadion begeben und noch betrunken herauskommen und eigentlich nicht besonders intelligente Wesen sein können. Das ist inzwischen widerlegt worden. Die SHZ.de schrieb vor kurzem: HSV-Fans, über die Hälfte hat einen Hochschulabschluss, trotzdem drittletzter Platz. Denn, wie der Südkurier berichtete, der SC Freiburg hat die intelligentesten Fans, nämlich 73% der Fans des FC Freiburg haben einen Hochschulabschluss und die Fans des HSV, da sind es nur 63%. Wussten Sie, dass diese Fans hier in Wirklichkeit verkappte Akademiker sind? Dass all diese gröhlende Masse aus den Studenten und den Universitätslehrern und allen anderen zusammensetzt, die das bisher brillant versteckt haben? Nun, wenn man davon ausgeht, dass es in Deutschland nur so 16-18% Akademiker gibt, dann ist das schon ein Beweis dafür, dass die alle im Stadion sitzen. Nun, irgendwas muss da falsch sein an dieser Meldung. Was man hier übersehen hat, ist, dass sich diese Umfrage, auf die sich das bezieht, wer Fan von wem ist, auf die Mitglieder eines Netzwerkes Xing bezieht. Das ist ein Akademikernetzwerk. Da sind hauptsächlich Akademiker drin. Ja? Und dann ist kein Wunder, dass unter den Leuten von Xing, ja, diejenigen, die da die HSV-Fans sind, nun meistens einen Hochschulabschluss haben. Ja? Aber das ging durch die Presse. Also wir brauchen Journalisten, die ein bisschen mehr mitdenken. So, von heute bis zum 18. März sind es noch 4 Tage. Dann ist Equal Pay Day. Equal Pay Day bedeutet, dass
ist eine Veranschaulichung der Ungerechtheit, die wir in unserer Gesellschaft Frauen antun, indem sie schlechter bezahlt wird. Hier ist eine der vielen Posters zum Equal Pay Day, Schluss damit, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ich bin ganz dafür. Das Problem nur ist, dass wir hier, dass der Equal Pay Day gar nicht am 18. März ist, sondern das beruht auf einem Rechenfehler. Also, gehen Sie mal mit mir durch, es ist gar nicht schwer. Frauen arbeiten 77 Tage umsonst, steht hier. Also, das Argument ist folgendes. Frauen verdienen 21% weniger als Männer. Klar? Jetzt rechnet man das in Tage um. 21% von 365 sind 77 Tage. Ja? Klar? Jetzt nimmt man diese 77 Tage, die das weniger sind, und addiert es auf der anderen Seite. Januar hat 31, Februar hat 28, macht 59, bleiben 18 über, das ist der 18. März. Klar? Sehen Sie den Rechenfehler schon drin? Tja, also, machen Sie mal einfach, wenn ein Mann 100 verdient und eine Frau nur 50, also 50% weniger, muss die Frau nicht 50% mehr verdienen, sondern 100% mehr, um auf das Niveau vom Mann kommt. Wenn ein Mann 800 verdient und eine Frau 20% weniger, also 80, muss die nicht 20% mehr machen, sondern 25% mehr, damit sie auf das kommt. Das ist das Problem. Und wenn Sie das ausrechnen, in dem Fall müssen Frauen, die 21% weniger verdienen, tatsächlich 27% mehr arbeiten. Und der Equal Pay Day wäre dann wirklich am 7. April. Also die Ungerechtigkeit ist noch größer, als es dieser Equal Pay Day sagt. Und hier haben wir ein Beispiel, wo nicht jemand Sie in die Irre führen möchte, sondern wo jemand sich selbst in die Irre führt. Die Österreicher berechnen den Wert genauso. Da ist angeblich die Diskrepanz nur bei 15%, aber sie machen den gleichen Fehler. Die Schweizer berechnen den genauso, die machen den gleichen Fehler. Die Engländer nicht, die verstehen es. Aber wir Deutschen? Ja, die Dichter und Denker. Das ist wieder so ein Beispiel aus dem Alltag, wo wir mit Zahlen konfrontiert sind und gar nicht darüber nachdenken, wie wir das wieder mal falsch hinkriegen. Also das Argument ist ganz einfach. Wenn Sie von einem Punkt ausgehen und 20% weniger haben, dann brauchen Sie nicht 20% dazu, um auf den Punkt zu kommen, sondern eben mehr. Tja. Wie sieht es nun aus? Wir leben in einer Welt, wo wir in vielen Bereichen nun durch Algorithmen unsere eigenen Entscheidungen ersetzen. Und das gilt nicht nur bei Consumer Scoring, das gilt in viele Leute setzen sich eine Alexa oder andere Berater, die sie gleichzeitig noch abhören, aber das ist ja alles okay, ins Ding, sondern es gilt auch im Bereich der Partnersuche. Also man braucht ja selbst nicht mehr ins Café oder zum Tanzen gehen und sowas, sondern man zahlt eine Partnerbörse darüber. Und die wohl bekannteste Partnerbörse wirbt mit dem Slogan, alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Das klingt doch gut. Da werden Sie ein Premium-Mitglied, die andere Mitgliedschaft, die hilft Ihnen so gut wie nicht. Sie zahlen dafür und dann warten Sie 11 Minuten. Oder vielleicht nochmal 11. Und das wäre eine tolle Nachricht, wenn Parship nur 100 Mitglieder hätte. Dann wären wir schnell durch. Ja?
haben Sie mal nachgedacht, was diese beeindruckende Zahl ist? Es ist ganz klar, dass die Zahl gemacht ist, um Sie zu beeindrucken. Alle 11 Minuten. Ja, doch gut. Nun, beginnen Sie mal nachzudenken. Alle 11 Minuten bedeutet, in der Stunde, sagen wir großzügig, 6 verlieben Sie sich. Und wir ignorieren jetzt, dass es gar nicht reicht, dass sich einer verliebt, sondern man braucht 2. Ja, aber so genau geht es nicht. Ja? Also alle in der Stunde verlieben sich 6. Jetzt nehmen wir an, dass wir 24 Stunden am Tag unterwegs sind, Partner suchen. Also 24 mal 6 sind 144. Dann machen wir die Partnersuche 365 Tage und multiplizieren 365 mal 144, kommt ungefähr 50.000 raus. Jetzt angeblich hat Parship zwischen 4 und 5 Millionen. Sagen wir mal, wenn sie nur 1 Million hätten von Premium-Mitgliedern, das wissen wir alles nicht genau, aber machen wir mal die Rechnung damit. Also wenn Sie 50.000 in einem Jahr verlieben, von 1 Million sind es 5%. Also 95% verlieben sich nicht im Jahr. In 2 Jahren sind das rund 90%, die sich nicht verlieben. In 3 Jahren können Sie es weiterrechnen. Und Sie werden nach 10 Jahren, wird sich immer noch die Mehrzahl nicht verliebt haben. Also wenn Sie eine gute Chance haben möchten, sich so zu verlieben, dann müssen Sie schon mehr als 10 Jahre warten. Vielleicht sollten Sie doch mal die konventionelle Methode versuchen. Das Interessante ist, ich bin einer der Autoren der Unstatistik des Monats. Kennen Sie das? Das können Sie unter unstatistik.de nachlesen. Und wir nehmen Meldungen wie diese, das ist jetzt Werbung hier, oder wie die andere, wo die Journalisten die Akademiker im Fußballstadion sehen und stellen die Aussage klar, stellen das klar, wo der Fehler liegt und das allgemeine Prinzip drunter. Ich lade Sie ein, schauen Sie sich das an, unstatistik.de. Amüsieren Sie sich, Sie können das ist wirklich eine Quelle und auch ein unserer Beitrag für Aufklärung. Also ich opfere jedes Monat einen Tag dafür, um diese Unstatistik da zu suchen und dann verständlich zu schreiben. Und wir haben darüber auch eine Unstatistik geschrieben, aber Parship sieht keinen Grund, das abzuziehen, denn die 11 Minuten, die wirken immer noch, weil die meisten Menschen nicht mitdenken. Und lieber Geld ausgeben und 11 Minuten warten. Das sind nur ein paar Beispiele darüber, wie die Medien mit Zahlen umgehen. Und der Hintergrund ist halt auch, dass kaum eine Journalistenschule und Ausbildung den Journalisten beibringt, wie man Evidenz versteht. So, auf unserer Reise durch die Forschung mit Risiken kommen wir zum anderen Thema, nämlich, warum fürchten wir, was uns wahrscheinlich nicht umbringt? Also, ein einfaches Beispiel ist, vor kurzem hat Focus Online die Nachricht gebracht, tödliche Haiangriffe um 100% gestiegen. Jetzt sind Sie gerade am Mittelmeer in Urlaub, lassen Sie Ihre Kinder noch ins Wasser? Fahren Sie selber noch, gehen Sie noch auf Ihr Surfboat? Was machen Sie dann? Die Antwort ist, denken. Nun, das ist wieder ein relatives Risiko. Im Jahr zuvor war die absolute Anzahl von Menschen, die durch Hai ums Leben gekommen sind, weltweit 6. Es gibt kein Tier, was weniger Menschen umbringt als Haie. Und in diesem Jahr stieg es auf 12. Von 6 auf 12 sind 6 mehr
oder 100% gestiegen. Sehen Sie das? Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie, wenn Sie zum Strand fahren, mit Ihrem Auto ums Leben kommen, ist wesentlich höher als durch einen Hai. Also wenn Sie sich um Ihr Leben sorgen, dann nicht wegen der Hai, sondern mit den wirklichen Gefahren. Erinnern Sie noch den 11. September 2001, wo die Bilder gingen damals um die Welt. Fast jeder von uns weiß noch, wo wir waren an diesem Tag. Es prägt sich ins Gedächtnis ein. Die beiden Türme und das anfliegende Flugzeug, als der erste Turm schon brannte und das zweite kam. Es scheint alles gesagt zu sein über den 11. September 2001. Aber was haben die Menschen nach dem 11. September getan? Wir wissen, dass viele nicht mehr geflogen sind. Sind sie zu Hause geblieben oder ins Auto gesprungen? Ich habe mir die Verkehrsstatistik nach dem 11. September 2001 durchgesehen und analysiert. Und es zeigt sich, dass die gefahrenen Meilen um bis zu 5% gestiegen sind und genau dort, wo man lange Strecken fährt, also in den USA auf den Rural Highways. Und in dieser Zeit, und das ging für ungefähr ein Jahr, und dann gingen die gefahrenen Meilen wieder aufs Normale zurück. Da wurden die Bilder nicht gezeigt, hatte man nicht mehr die Angst. Und in dieser Zeit sind etwa geschätzt 1600 Amerikaner mehr als normal auf den Straßen ums Leben gekommen, bei dem Versuch, das Risiko des Fliegens zu vermeiden. Jeder dieser Menschen hätte überleben können, denn in den folgenden Jahren gab es in den USA keinen einzigen Toten in der kommerziellen Luftfahrt. Das lässt sich grafisch veranschauen. Die Anzahl der tödlichen Unfälle über dem monatlichen Durchschnitt, die sind hier an der Y-Achse angezeigt. Warum normalisiert? Der Grund ist einfach, die Anzahl von tödlichen Unfällen auf den Straßen, die schwanken systematisch über die Monate hinweg. Wissen Sie, in welchem Monat am wenigsten Menschen auf den Straßen sterben? Februar, richtig, hat nur 28 Tage mitgedacht. Sehr gut. Und nach dem September, dem 11. September, ist jedes Monat für diese 12 Monate hin, war die durchschnittliche Anzahl tödlicher Unfälle über dem Mittelwert und meistens über der gesamten Streuung der letzten 5 Jahre. Dann ging es wieder ins Normale zurück. Terroristen schlagen zweimal zu. Einmal mit physischer Gewalt, etwa die Flugzeuge in die Türme zu jagen, und zum nachher ein zweites Mal mit Hilfe unseres Gehirns, unserer Ängste. Die Angst, die Terroristen benutzen, nenne ich die Angst vor Schockrisiken. Ein Schockrisiko ist eine Situation, wo viele Menschen zu einem Zeitpunkt ums Leben kommen, wie bei Flugzeugabsturz. Es ist dagegen sehr schwer, in uns Angst auszulösen, wenn genauso viele Menschen oder mehr verteilt übers Jahr ihr Leben verlieren, wie zum Beispiel Autofahren oder Zigaretten rauchen. Und das hat wahrscheinlich einen evolutionären Grund, nämlich in der Zeit, wo Menschen noch in kleinen Gruppen lebten, war man abhängig von den anderen, und der plötzliche Tod eines Teils der Gruppe konnte das Überleben des Rests sozusagen gefährden. Das ist heute nicht mehr relevant. Wir sind nicht mehr abhängig von diesen kleinen Gruppen. Das ist eine Spekulation, aber das ist eine der Erklärungen dafür, warum das. Aber Sie können das immer noch sehen, auch
Katastrophen, die nicht eintreten, es ist leicht damit, in uns Angst auszulösen. Denken Sie noch an Schweinegrippe, Vogelgrippe oder BSE, Rinderwahnsinn. Also wie haben wir Angst gehabt, ein saftiges Steak zu essen? Ne? Und das sind Beispiele für Katastrophen, die bei uns sich nie materialisiert haben. Aber es wurden große Vorhersagen gemacht, dass viele Menschen sterben könnten. Und das funktioniert. Wissen Sie, wie viele Menschen an den Folgen von Rinderwahnsinn in ganz Europa innerhalb von 10 Jahren gestorben sind? Also die Folgen, das ist Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. Nun ungefähr 150. Im gleichen Zeitraum, oder ich frage mal so, an welcher anderen Todesursache sind im gleichen Zeitraum in ganz Europa etwa genauso viele Menschen gestorben? Am Trinken von parfümiertem Lampenöl. Wer trinkt das? Kinder. Es sieht aus wie Limonade, es riecht ein bisschen oder schmeckt. Und in Deutschland hat das Bundesinstitut für Risikobewertung bzw. Vorgänger für lange Zeit versucht, ein Etikett durchzusetzen, ein Warnschild an dem. Nein, die ganze Aufmerksamkeit ging auf die Rinderwahnsinn. Wenn diese 150 Kinder an einem Tag gestorben wären, wäre die Hölle los gewesen. Aber verteilt übers Jahr, da kann man die Angst nicht so schnell auslösen. Also das ist ein Beispiel für, wie unsere Ängste gesteuert werden von außen. Und bei der nächsten Ankündigung, wenn wieder eine neue Grippe auf uns zukommt, dann denken Sie darüber nach. Wahrscheinlich ist es wieder nichts. Und lassen Sie es nicht vereinen. Ich habe lange versucht, zu der Zeit der Schweinegrippe, die einige der Nachrichteninstitutionen dazu zu bringen, nicht mitzumachen und Tote zu zählen, sondern darüber aufzuklären, was passiert. Die normale Grippe hat zu der gleichen Zeit wesentlich mehr Menschen das Leben gekostet, aber die kommt jedes Jahr. Das zählt nicht. Ja? Das Einmalige zählt, also die Schockrisiko. Übrigens zum Vergleich, Autofahren und Fliegen. Wie gefährlich ist Autofahren im Vergleich zu Fliegen? Stellen Sie sich vor, Sie möchten von Berlin nach Rom und Sie haben die Wahl zwischen Flug oder Auto. Sie fahren selbst. Und Sie haben nur ein Ziel, nämlich lebendig anzukommen. Wie viel gefährlicher ist das eine oder das andere? Was würden Sie wählen? Ich frage mal so, wie viele Kilometer müssen Sie fahren mit Ihrem Auto, dass Sie die gleiche Chance haben, ums Leben zu kommen, wie bei einem Flug, einem Non-Stop-Flug? Also nochmal, Sie denken an das Risiko eines Fluges. Wie viele Kilometer müssen Sie fahren mit dem Auto, bis das Risiko genauso groß ist wie bei einem Non-Stop-Flug? Ist das Risiko erreicht ganz schnell oder müssen Sie weit fahren? Wer von Ihnen meint mehr als 1000 Kilometer? Ja. Wer meint mehr als 100 Kilometer? Wer meint mehr als 10.000 Kilometer? Das sind einige. Die beste Antwort, die wir haben, ist 20 Kilometer. Das heißt, wenn Sie mit Ihrem Auto heil am Flughafen ankommen, haben Sie wahrscheinlich den gefährlichsten Teil der Reise schon hinter sich. Das ist ein Teil von Risikokompetenz, der ganz praktisch ist. So, und in unserer Reise durch die Welt von Risiken
werfe ich jetzt einen kleinen Blick auf die Medizin und auf kollektive Zahlenblindheit in der Medizin. Mit kollektiv meine ich, dass sowohl die Patienten die Evidenz oft nicht verstehen, als auch die Ärzte. Das ist das Kollektiv. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, nämlich der Unterschied zwischen sogenannten 5 Jahre Überlebensraten und Mortalitäts- oder Sterblichkeitsraten. Als Rudy Giuliani, der ehemalige Bürgermeister von New York, noch Präsident der Vereinigten Staaten werden wollte, sagte er Folgendes: Ich hatte Prostatakrebs, 5, 6 Jahre zurück. Meine Chance, ihn zu überleben, und dank Gott, ich habe es überlebt, ist in den Vereinigten Staaten 82%. Meine Chance zu überleben in England nur 44% unter sozialer Medizin. Im Englischen Socialized Medicine. Für Rudy Giuliani ist es ein Schimpfwort. Das ist das, was wir haben. Im Gegensatz zu kommerzieller, profitgetriebener Medizin. Aber dennoch, 88% Überlebensrate ist doch besser als 44. Da gibt es doch keinen Zweifel. Also ist es besser für Männer, in New York zu leben, als in York. Rudy Giuliani hat mit diesem Zahlenspiel die Öffentlichkeit in die Irre geführt und wahrscheinlich sich selbst auch. Zum gleichen Zeitpunkt war die Sterblichkeitsrate am Prostatakrebs in England etwa genauso hoch wie in den Vereinigten Staaten. Wie kann das sein, dass die Sterblichkeitsrate die gleiche ist, aber die 5 Jahre Überlebensrate fast doppelt so hoch ist? Der Grund ist, dass Unterschiede in Mortalitätsraten etwas aussagen über das medizinische System oder über die Menschen, aber und auch über das Screening. Aber Unterschiede in den 5 Jahre Überlebensraten nichts aussagen über den Nutzen von Prostatakrebsfrüherkennung. Und das kann man daran sehen, dass die Unterschiede in den 5 Jahre Überlebensraten mit den Unterschieden in den Mortalitätsraten über alle solide Krebse miteinander zu 0,0 korrelieren. Das heißt in anderen Worten, wenn man einen Vorteil eines Systems, Gesundheitssystems, in 5 Jahre Überlebensraten berichtet, führt man die Öffentlichkeit in die Irre. Und warum? Das hat 2 Gründe. Der eine heißt in Englisch Lead Time Bias. Ich erkläre das mal an einem einfachen Beispiel. Denken Sie an 2 Gruppen von Männern. Beide Gruppen sterben, haben invasiven Prostatakrebs und sterben im Alter von 70. Die erste Gruppe geht nicht zum Screening. Das heißt, der Krebs wird spät entdeckt, sagen wir mit Alter 67. Sie sterben mit 70. Was ist die 5 Jahre Überlebensrate? 0. Weil sie sterben 3 Jahre nach Diagnose. Die gleiche Gruppe geht jetzt zum Prostatakrebs-Screening. Der Krebs wird früh entdeckt, sagen wir, im Alter 60. Auch sie sterben im Alter 70 an Prostatakrebs. Was ist die 5 Jahre Überlebensrate? 100%. Sehen Sie den Punkt? Es misst nicht, wie lange Sie leben, sondern wie lange Sie nach der Diagnose leben. Und wenn Sie die nach vorne ziehen, dann leben Sie länger mit der Diagnose, aber nicht länger. Es gibt noch einen 2. Grund, warum 5 Jahre Überlebensraten nichts aussagen über den Nutzen von
Früherkennung und das nennt man Überdiagnose. Also, wir nehmen mal zwei Gruppen. Eine Gruppe von Männern, es sind 1000, nach 5 Jahren überleben noch 44. Das heißt, die 5 Jahre Überlebensrate ist 44%. In einem Land, wo sehr viele Männer zum Screening gehen, wird der Test aber nicht nur progressiven Prostatakrebs entdecken, sondern das, was man nicht progressiven Prostatakrebs nennt, nämlich eine Form, die man nie bemerken würde als Mann, zumindest vor seinem Tod, die auch keinerlei Symptome erzeugt. Und diese Form ist wesentlich häufiger als die tödliche Form. Nehmen wir mal an, es gibt 1000 Männer mit progressivem Prostatakrebs und nochmal 2000 mit nicht progressiven. Die werden alle entdeckt. Und wenn man jetzt die 5 Jahre Überlebensrate berechnet, dann kommen die 2000, die per Definition nicht sterben am Prostatakrebs, die kommen in den Nenner und den Zähler. Und dann wird aus den 44% plötzlich die 81%, also etwa Rudy Giulianis Zahl. Das ist eine einfache Demonstration. Also was ist die Lektion? Wenn man über den Nutzen von einer Früherkennung berichtet, sollte man bitte klarstellen, ob es die Sterblichkeit senkt. Nicht, ob es die 5 Jahre Überlebensraten erhöht. Denn die haben mit Sterblichkeit nichts zu tun. Die gehen automatisch nach oben, wenn man anfängt mit Früherkennung. Das ist der Punkt, den es zu verstehen gibt. Das sollte nicht so schwierig sein. Also wenn ich das noch zweimal wiederholen würde, dann würde es jeder haben, kann ich aber nicht tun. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus, wie sieht es nun aus mit Politikern heute? Theresa May hat nicht nur mit Brexit zu kämpfen, sondern eben auch mit einem Gesundheitsprogramm. Und sie hat schon wie früher Tony Blair, der den Unterschied auch nicht verstanden hat zwischen 5 Jahre Überlebensraten und Mortalitätsraten, sie sagte, unsere Überlebensraten, die steigen zwar, aber wir sind weit hinter anderen Ländern. Damit meint es im Wesentlichen die USA. Und dann gab sie die übrigen Zahlen. Also genau der gleiche Fehler wie bei Rudy Giuliani. Sie hat nicht verstanden, dass die 5 Jahre Überlebensraten, die kann man einfach erhöhen, indem man mehr Menschen zur Früherkennung schickt, ohne dass ein Leben gerettet wird. Nun ist die Frage, verstehen Ärzte den Unterschied zwischen 5 Jahre Überlebensraten und Mortalitätsraten? Oder kann man Ärzte genauso in die Irre führen, wie Rudy Giuliani die Öffentlichkeit in die Irre geführt hat? Wir haben am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung die erste Studie mit deutschen Ärzten durchgeführt und auch die erste mit amerikanischen Ärzten. Die deutsche Gruppe waren 65 deutsche Internisten und wir haben ihnen die gleiche Information gegeben wie bei Rudy Giuliani, also Unterschiede in den Überlebensraten, aber auch in den Mortalitätsraten, aber haben wirkliche Statistiken, wirkliche Untersuchungen dazu verwendet. Wenn die Information in den Mortalitätsraten war, wo es kaum Unterschiede gibt, haben nur 5% der Ärzte gesagt, dass dieses Krebsscreening nützlich sei. Wenn die gleiche Information aber als 5 Jahre Überlebensrate dargestellt worden sind, dann waren 79% der Ärzte der Meinung, dass das etwas ist, was nützlich ist und was ich dem Patienten empfehle. Das heißt, 3/4 dieser Ärzte kann man lenken, je nachdem, ob man ihnen möchte, dass sie das Screening toll finden oder nicht toll finden, je nachdem, wie man die
Information gibt. Gibt man sie in 5 Jahre Überlebensraten, große Unterschiede, dann finden die meisten das nützlich. Gibt man sie in wirklichen klaren Sterblichkeitsraten, dann nicht mehr. Und Sie sehen auch bei einer Frage, verstehen Sie, was Lead-Time-Bias ist, das wussten nur 2 von 65, und was Überdiagnose ist, das wusste keiner. Hier an diesem Beispiel kann man erkennen, dass die Ausbildung an den medizinischen Fakultäten noch ein großes Potenzial hat. Es ist für mich immer wieder erstaunlich, warum so gut wie keine medizinische Fakultät daran geht, ihren eigenen Studenten statistisches Denken zu lehren. Ich habe mit der Charité gearbeitet. Wir haben dort die Studenten begeistert. Es hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet von Risikokompetenz. Die Studenten verstehen, dass sie das brauchen. Die Professoren, da gibt es nur wenige. Sie sind mit anderen Dingen beschäftigt. Und ich habe auch hier in Leipzig die Professoren der Medizin und Oberärzte trainiert in solchen Dingen. Und ich hoffe, dass in Leipzig, ja, an diesem Ort der Erleuchtung, etwas passiert, dass man in der Medizin endlich die Studenten lehrt, dass sie Evidenz verstehen. Und dass wir nicht am Ende 3/4 der Ärzte haben, die die einfachsten Grundbegriffe nicht verstehen. Gehen wir mal weiter. Denken Sie, dass amerikanische Ärzte besser sind als die Deutschen, besser ausgebildet? Sie schütteln den Kopf, Sie haben recht. Das ist die Studie, die wir mit über 400 amerikanischen Ärzten, eine sogenannte nationale Stichprobe, gemacht haben. Und man kann sie genauso in die Irre führen, wenn man die Informationen in Unterschieden von Überlebensraten gibt, dann denken die meisten, das ist ein tolles Früherkennungsverfahren, gibt man es in Mortalitätsraten, dann sind es nur noch wenige. Ich gehe mal weiter und zeige Ihnen mal, wie man nun mit Hilfe von Digitalisierung und Big Data die gleichen Tricks verwenden kann, um Menschen in die Irre zu führen. Vielleicht haben Sie Microsofts Versuch mit Big Data Analytik Pankreaskrebs vorherzusagen, also Bauchspeicheldrüsenkrebs. Microsofts Suchmaschine heißt Bing. Nicht viele Deutsche sind auf Bing. Die meisten Deutschen sind auf Google und zugleich sind auch die meisten Deutschen misstrauisch gegen Google. Das ist eine etwas ungewöhnliche Kombination. So, stellen Sie sich vor, Sie sind auf Bing und Sie schreiben einen Text oder suchen Informationen und plötzlich taucht ein Fenster auf. Auf dem Fenster steht: Achtung, Verdacht auf Pankreaskrebs, gehen Sie sofort zum Arzt. Wie fühlen Sie sich dann? Und in dem Artikel, einem wissenschaftlichen Artikel, wo die Einzelheiten gegeben werden, dann erfahren Sie, ja, wie sicher ist denn diese Diagnose? Und hier steht, dass das System so zwischen 5 und 15% der Personen, die wirklich Pankreaskrebs haben, richtig identifiziert und eine unglaublich niedrige Falsch-Positiv-Rate hat. Zugleich wird der Trick angewendet, zu sagen, dieses Screening kann die 5 Jahre Überlebensraten erhöhen. Und auch die New York Times hat es blind wiederholt und 5 Jahre Lebens. Jedes Screening, nutzlos oder nützlich, erhöht 5 Jahre Überlebensraten. Der zweite Trick ist nun mit den Falsch-Positiv-Raten. Also nehmen wir mal an, es hätte wirklich eine Falsch-Positiv-Rate von 1 in 10.000. Was ist eine Falsch-Positiv-Rate? Das bedeutet, dass Menschen, die keinen Krebs haben, dennoch einen positiven Test unnötigerweise bekommen.
Und eins in 10.000 ist unglaublich. Also Mammographie hat sowas wie, je nach Alter der Frau, zwischen 5 und 10 in 100 falsch positiv. Ja, und das hat angeblich 1 in 10.000. Aber glauben wir das mal. Heißt es, dass wenn das Fenster auftaucht, Achtung, Verdacht auf Pankreaskrebs, dass Sie dann so gut wie sicher nun auch Pankreaskrebs haben, wenn die falsch positive Rate nur 1 in 10.000 ist? So würde man meinen, aber denken Sie mal nach. Machen wir mal eine einfache Überschlagsrechnung. Nehmen wir mal 100.000 Nutzer. Und von denen, das ist, schätzen wir, dass vielleicht 10 einen bisher nicht erkannten Pankreaskrebs haben. Davon entdeckt dieses Mikrofonsystem einen, das ist das Mittel zwischen 5% und 15%, und übersieht 9. Und zugleich produziert es 1 in 10.000 falsch positive und bei 100.000 sind es 10. Also haben wir einen, der richtig positiv testet und 10, die falsch positiv testen. Also von denen, die positiv testen, von den 11, sind 10 falsch. Sehen Sie? Das kann man sich alles ausrechnen. Und dann brauchen Sie nicht tödlich erschrecken, wenn Sie diese Nachricht bekommen, sondern wahrscheinlich sind Sie ein falsch positiver und das ist was Gutes. Jetzt zeige ich Ihnen mal allgemein, wie man diesen, man nennt es positiv-prädiktiven Wert, verstehen kann. Das heißt, die Chance, dass Sie wirklich die Krankheit haben, wenn Sie positiv testen. Oder auch, es muss keine Krankheit sagen, sondern irgendeine Kondition. In Deutschland wurde vor einiger Zeit sogenannte HIV-Schnelltests eingeführt, die Sie im Internet bestellen können oder auch beim Apotheker und selbst durchführen. Nun, hier ist eine der Anleitungen dazu, wie man so ein Testergebnis verstehen sollte. Und wie gesagt, ist es ein Selbsttest, den jeder für sich macht. Und wenn man Selbsttests macht, dann müsste man dafür sorgen, dass man versteht, was das Ergebnis ist. Hilft einem dieser Beipackzettel? Nun, hier steht, hier wird erklärt, was eine Reaktion ist, was eine Nichtreaktion ist. Nehmen Sie mal das mit Reaktion drüben. Hier steht, Ihr Test hat reagiert. Was bedeutet das? Sie sind wahrscheinlich HIV-positiv. Jetzt beginnen Sie nachzudenken, an welche Situation das hätte sein können. Ob Sie vielleicht lieber Selbstmord machen, statt die Nachricht an Ihre Familie weiterzugeben oder an Ihren Ehepartner. Aber wie wahrscheinlich ist wahrscheinlich? Das könnte man sagen, es wird nicht gesagt. Die Information, die Sie bekommen, ist, dass die Sensitivität des Tests 100% bedeutet. Was ist das? Sensitivität bedeutet, wenn Sie HIV infiziert sind, dann zeigt der Test es in 100% der Fälle an. Also angeblich sicher. Die zweite Information heißt Spezifität. Und die beträgt 99,8%. Das ist die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie nicht infiziert sind, dass Sie dann auch richtig negativ testen. Sehen Sie das? Aber 100% und 99,8%, das ist doch so gut wie sicher. Das heißt, wenn Sie da positiv testen, dann machen Sie Ihr Testament. Es gab auch Fälle von Selbstmord. Nun, wir haben einfache Methoden entwickelt, wie man jedem Patienten und jedem Arzt helfen kann, das zu verstehen. Auf der einen Seite haben wir die bedingten Wahrscheinlichkeiten. Sensitivität, Spezifität sind bedingte Wahrscheinlichkeiten und die verwirren die Gehirne der Menschen. Wenn Sie jetzt verwirrt sind, dann ist es genau das, was ich möchte. Aber hier gibt es eine Lösung. Wir nennen es natürliche Häufigkeiten. Das heißt, stellen Sie sich konkrete Personen vor, nicht eine Wahrscheinlichkeit von einer. Und in dem Fall muss man viele nehmen, weil das, die
HIV-positiv selten ist, nehmen wir mal 10.000 Personen. Und in Deutschland mit einer, ist ungefähr grob einer in 10.000 infiziert und zugleich nicht entdeckt. Also von 10.000 Personen ist einer HIV infiziert und die Person wird mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit positiv testen. Das war die Sensitivität von 100%. Gut. Auf der anderen Seite sind 9.999, die nicht infiziert sind, und die Falsch-Positiv-Rate ist das Komplement von den 99,8, also 0,2%. Das sind auf 10.000 sind es 20. Also, Sie haben 20, die Falsch-Positiv testen. Insgesamt erwarten Sie, dass 21 positiv testen, nur eine ist HIV infiziert, 20 haben kein HIV. Also, wenn Sie mit diesem Schnelltest positiv denken, testen, kein Grund, über Selbstmord nachzudenken. Sie sind höchstwahrscheinlich, haben Sie nichts. Das könnte man in der Gebrauchsanweisung gesagt, sagen, es wird nicht gesagt. Warum das Ganze so funktioniert, kann man auch zeigen, wenn Sie mit diesen bedingten Wahrscheinlichkeiten, mit denen unsere armen Medizinstudenten überzeugt werden, dass sie Mathe nicht verstehen, wenn Sie mit denen arbeiten, dann muss man das berechnen, den positiv prädiktiven Wert, über eine Formel, die Bayes-Regel heißt. Wenn Sie sich Bayes-Regel ansehen für diesen Fall, dann sehen Sie, warum Sie gerade verwirrt waren. Wenn man die ganze Information verständlich rüberbringt, in natürlichen Häufigkeiten, wie wir es gerade gemacht haben, dann wird die ganze Regel einfach. Es ist eine Person infiziert unter 21, die positiv testen. Diese Dinge sollte man jedem Menschen beibringen, schon in der Schule, und jedem Arzt beibringen. Wir haben eine Studie an der Charité mit den Studenten im letzten Semester gemacht und ihnen solche Aufgaben gegeben. Und die mussten gar nichts rechnen, sondern nur zwischen vier Antworten wählen. Und das Ergebnis war, dass sie schlechter als der Zufall waren. Das heißt, am Ende des Medizinstudiums konnten von diesen Studenten kaum jemand ein Testergebnis abschätzen. Das heißt, ihnen sagen als Patient, was denn die Wahrscheinlichkeit, dass sie nun HIV haben, wenn sie positiv testen, oder dass sie Brustkrebs haben, wenn sie Mammographie positiv hatten. Und hier gäbe es einfache Methoden. Diese natürlichen Häufigkeiten, die wir zuerst getestet und entwickelt haben, sind inzwischen von vielen medizinischen Gesellschaften empfohlen worden. Wir müssen es nur noch in die Lehrprogramme bringen. Und ich habe mich besonders gefreut, dass Sie im letzten Jahr in Bayern in die Schulpläne der 11. Klasse geschrieben worden sind. Bayern ist ein progressives Land. Und ich zeige Ihnen mal kurz dieses Ergebnis von dem Test an der Charité. Wir haben einen kleinen Test entwickelt mit 10 Fragen, ganz elementaren Fragen. Was ist Sensitivität, was ist Spezifität und so weiter? Was ist Überdiagnose? Und ich kann mir gut vorstellen, dass Sie am Ende dieser Stunde des Vortrags von mir genauso gut sind wie die Studenten am Ende eines ganzen Medizinstudiums. Und das sehen Sie hier. Wie gesagt, das ist Multiple Choice. Sie haben nur 4 Alternativen, 25% richtige kriegen Sie nur blind durch Raten. Und es verstehen 20% der Studenten am Ende nicht, was Sensitivität bedeutet. Es verstehen 30% nicht, was die Spezifität eines Tests bedeutet. Es wissen ungefähr 40% nicht, was ein positiv prädiktiver Wert ist. Nicht, dass sie nicht berechnen müssen, ne? Nur nicht. Ja? Berechnen kann es kaum jemand. Das ist hier Bayes Rule. Und die Prinzipien wie Lead Time Bias, Overdiagnosis oder den Unterschied zwischen 5 Jahre Überlebensraten, Mortalitätsraten, über die wir gesprochen haben, das wissen die wenigsten.
diese Studenten, die jetzt rausgehen und als Ärzte tätig werden, können das Ergebnis eines Tests nicht beurteilen. Und es liegt nicht in den Köpfen der Studenten. Also man könnte ja die Hypothese haben, dass am Ende des Medizinstudiums alles Denken erstickt worden ist. Das ist nicht der Fall. Das haben wir widerlegt. Ein einfaches Training von 90 Minuten schafft es, dass die meisten verstehen. Sie haben ein bisschen Probleme bei dem Unterschied zwischen 5 Jahre Überlebensraten und Mortalitätsraten. Das haben sie immer noch, aber sie können nicht sehr viel tun in 90 Stunden. Das zeigt, man könnte sehr viel machen im Medizinstudium, aber es wird nicht gemacht. Und zum Abschluss zeige ich Ihnen noch ein nützliches Werkzeug in der Medizin. Wir nennen das Faktenbox. Und das Haring-Zentrum für Risikokompetenz auf der Webseite des haringcentermpg.de oder einfach Haring-Zentrum Faktenbox finden Sie viele Faktenboxen zu ganz verschiedenen Dingen. Hier ist ein Beispiel zum Mammographie-Screening. Mammographie-Screening ist etwas, über das jeder spricht. Und wir haben in Studien gezeigt, dass die deutschen Frauen europaweit jene sind, die am meisten den Nutzen überschätzen. Und nicht, weil die deutschen Frauen weniger intelligent sind als zum Beispiel die anderen in Russland, sondern weil sie am meisten in die Irre geführt worden sind. Diejenigen Frauen in ganz Europa, die am besten den Nutzen einschätzen können, ist welche Gruppe? Ich gebe Ihnen mal die 9 Länder, die wir untersucht haben. Deutschland? Ist es nicht. England, also alle großen Länder. Frankreich, Spanien, Italien, Österreich, Niederlande, Polen und den europäischen Teil von Russland. Es gibt eines dieser Länder, wo die Frauen wesentlich besser den Nutzen von Mammographie-Screening einschätzen können als alle anderen. Und das ist Russland, genau. Warum? Nicht, dass die russischen Frauen mehr informiert werden, sondern weniger informiert und weniger in die Irreführende informiert werden. Hier ist ein Beispiel, eine Faktenbox, wie man die Untersuchungen von etwa 500.000 Frauen zusammenfassen kann, die Ergebnisse einfach verständlich. Keine irreführenden Statistiken. Es gibt hier keine relativen Risikoreduktionen. Es gibt keine 5 Jahre Überlebensraten, sondern einfach Sterblichkeitsraten. Und Sie sehen, von 1.000 Frauen, man stellt 1.000 Frauen gegenüber, die nun zum Screening gehen und 1.000, die nicht gehen und sagt, was passiert etwa 10 Jahre später? Der Nutzen und der Schaden. Nutzen, wenn man auf die Brustkrebssterblichkeit schaut, dann sind unter den Frauen, die nicht zum Screening gehen, etwa 5 nach 10 Jahren am Brustkrebs verstorben und unter denen, die hingehen, sind es nur 4. Das sind eine Reduktion von 5 auf 4 in 1.000, also 1 in 1.000. Die hat man aber in Deutschland über viele Jahre hinweg als 20% Reduktion dargestellt. Und die Frauen denken, ja, dass 20 Frauen von je 100 das Leben gerettet wird. Man hat es auch auf 30% aufgerundet. Das ist nicht mehr so inzwischen, denn viele haben sich dagegen gewehrt. Was aber in Deutschland immer noch in kaum einer Broschüre benannt wird, ist eine Information, die mindestens so wichtig ist, nämlich, dass sich die Gesamtkrebssterblichkeit einschließlich Brustkrebs nicht ändert. Das heißt, wir haben keinen Nachweis, dass Mammographie-Screening ein Leben rettet. Das heißt auch, dass in der Screening-Gruppe zwar eine Frau weniger mit der Diagnose Brustkrebs stirbt, aber eine mehr mit einer anderen Krebsdiagnose. Das sollte man Frauen ehrlich mitteilen, sodass sie sich selber ein Bild machen können. Und der Nutzen ist nicht die einzige Geschichte, sondern der Schaden. Und hier gibt es 2 Falschpositive. Und das passiert sehr viel mit anschließenden Biopsien. Das sind ungefähr jede 10. Frau. Diese Zahlen sind sehr unsicher, weil man meistens den Nutzen versucht genau zu bestimmen, aber den Schaden nicht so genau hinschaut.
Und dann gibt es einige Frauen, die wirklich Schaden haben. Das sind Frauen, die einen nicht progressiven Brustkrebs haben, den sie nie bemerken würden in ihrem Leben, der aber dann entdeckt wird durch Früherkennung. Und das sind etwa 5 von 1000 Frauen und die haben nur Schaden durch die anschließenden Behandlungen. Das ist ein Beispiel für eine Faktenbox, die sollte in jeder Arztpraxis auslegen. Stadt, Brigitte und Automotorsport. Das ist aber immer noch nicht der Fall. Und hier ist eine Faktenbox, Entschuldigung, verschiedene, ich gebe Ihnen nur noch das Beispiel hier. Das ist eine Faktenbox für eine IGEL-Leistung. IGEL-Leistungen sind individuelle Gesundheitsleistungen, für die der Patient selbst bezahlen muss. Warum muss der Patient bezahlen? Weil die Krankenkasse nicht dafür bezahlt. Warum bezahlt die Krankenkasse nicht? Aus guten Gründen. Weil wir bei vielen dieser IGEL-Leistungen keinen Nachweis haben, dass sie nutzen und bei einigen davon, dass sie schaden. Und wenn die Krankenkassen zum Beispiel für die Eierstockkrebs-Früherkennung bezahlen würden, dann sollten sie diese Krankenkasse verlassen. Viele Menschen denken, für mehr medizinische Dienstleistungen die Krankenkasse bezahlt, desto besser. Nein, es gibt Dienstleistungen, die schaden ihnen. Hier ist ein Beispiel. Das ist eine Faktenbox, die wir mit der AOK zusammen machen. Sie finden diese Faktenbox in digitaler Version auf Ihrem Smartphone oder Tablet, wenn Sie eingeben AOK Faktenboxen und einige andere. Benutzen Sie das und ermuntern Sie die AOK, dass sie noch mehr davon macht. Sie sehen oben, dass die Tod durch Eierstockkrebs am Ende das Gleiche ist, ganz egal, ob Sie jetzt diesen Ultraschall machen oder nicht. Also ob Sie diese 38 Euro oder so bezahlen aus Ihrer Tasche oder nicht. Auf der anderen Seite ist dieser Test richtig schlecht. Und hier sind die Zahlen für Ultraschall plus Tumormarker. Von je 1000 Frauen bekommen ungefähr 100 ein verdächtiges Ergebnis. Also das ist ziemlich wahrscheinlich. Von diesen 100, wie viele meinen Sie, haben wirklich Eierstockkrebs? 6. 94 sind falsch positive. Die meisten sind gesund. Nun kann man bei Eierstockkrebs nicht eine Biopsie machen wie bei Mammographie und danach schauen, sondern der einzige Weg, um Gewissheit zu erringen, ist, das Ding rauszunehmen. Aber Sie können es nicht mehr zurücknehmen. Und viele Frauen werden nicht informiert, dass der Test so schlecht ist, dass, wenn sie positiv testen, es ziemlich wahrscheinlich ist, dass da gar nichts ist, sondern sie werden in eine oder lassen sich auch in einen Zustand versetzen, wo sie nur noch Sicherheit möchten und opfern ihren Eierstock, nur um dann die gute Nachricht zu bekommen, sie können glücklich sagen, da war kein Krebs. Nur jetzt haben sie ein Leben ohne Eierstock und sie werden sich wundern, was das bedeutet. In Deutschland wird nur der Ultraschall gemacht und da sind die Zahlen etwas anders. Da sind nicht 94 von 100 Frauen mit verdächtigem Bund gesund, sondern ungefähr 99. Das sollte man jeder Frau sagen. Wenn Sie in eine Praxis gehen und Ihr Gynäkologe oder Gynäkologin gibt Ihnen so ein Menü, von dem Sie wählen können an selbstzahlenden Dingen und sagt Ihnen nicht das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, also klärt Sie nicht auf über diese massiven falsch positiven und darüber, dass wir keine Evidenz hat, dass das Ganze was nutzt, dann grenzt das an Kriminalität, an Körperverletzung der Frau. Und Sie sollten sich das nicht gefallen lassen. Aber das bedeutet eben auch, dass viele Patientinnen eine andere Einstellung haben müssen, nämlich den Mut haben, zu fragen und den Mut, Evidenz einzufordern.
Und wenn Ihr Arzt oder Gynäkologe in diesem Fall nicht Bescheid weiß, suchen Sie sich einen anderen. Oder gehen Sie auf die Website und schauen Sie die Faktenbox an. Wir haben geschätzt, dass in Deutschland in 2014, und das sind grobe Schätzungen, denn die Daten sind schwer zu bekommen, etwa 3 Millionen Frauen ein Ultraschall empfohlen worden ist. 1 Million haben abgelehnt, 2 Millionen haben das akzeptiert. Und als Folge davon wurde allein im Jahr 2014 über 10.000 gesunden Frauen ihr Eierstock entnommen. Ohne Nutzen für die Frau. Und die mussten dafür ungefähr, 75 Millionen aus der eigenen Tasche zahlen und die Krankenkassen noch viel mehr für die Nachbehandlungen. Das ist eine Verschwendung im Gesundheitssystem, weil man nicht nach evidenzbasierter Medizin geht und weil eben auch sehr viele Ärzte die Evidenz nicht kennen. Diese Faktenboxen können Sie inzwischen von verschiedenen Gesellschaften sehen, im Harding-Zentrum für Risikokompetenz. Die Tiroler Gesellschaft für Allgemeine Medizin waren eine der ersten, die sich getraut haben, klar verständliche Informationen zu machen. Hätte man von Österreich nicht immer erwartet. Die Bertelsmann Stiftung hat das gemacht, finden Sie im Internet. Die AK-Faktenboxen habe ich erwähnt. Und die Schweizer Helsana, die hat das Ganze in etwas Comicform, ja, also als Videos gemacht. Das ist mir auch recht. Der Punkt ist, dass wir die Information endlich zur Verfügung stellen sollte. Wozu braucht man denn wissenschaftliche Forschung, wenn die Information nicht an die Ärzte und an die Patienten gelangt? So, ich komme zum Schluss. Ich habe Sie heute zu einer Reise eingeladen in die Welt der Forschung zu Risiken, der Umgang mit Ungewissheit. Und ich habe davon gesprochen, wir haben ein Problem in unserer Gesellschaft, ich nenne das kollektive Zahlenblindheit. Und das gilt nicht nur für Laien, sondern für viele Experten genauso. Wir haben auch ein emotionales Problem, wir lassen zu leicht uns in Furcht versetzen vor den Dingen, die uns wahrscheinlich nicht umbringen. Die Ursachen sind auch bekannt, mangelnde Risikokompetenz der Bevölkerung, die Versuche an Fake News, und auch die interessengeleitete Steuerung von Bürgern durch Industrie und Politik. Wie gesagt, man kann Produkte besser verkaufen, wenn die Menschen nicht verstehen, was sie da kaufen. Und ich glaube, es ist eine alte Weisheit jeder Politik, dass man ängstliche Bürger am besten regieren kann. Und wir haben ein Problem, für das es eine Lösung gibt. Wir müssen endlich anfangen, in der Schule spielerisch Risikokompetenz zu vermitteln. Und wir sollten beginnen, den Experten wie Journalisten, Ärzten, Richtern und anderen helfen, Evidenz zu verstehen. Und dann werden wir einen Schritt weiter dahin kommen, wo Immanuel Kant uns gerne haben möchte, nämlich, dass wir Fähigkeit haben und entwickeln, nämlich unser Leben selbst wieder in die Hand zu nehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus